Jens Heinz Richard Knossalla oder einfach Knossi. Er ist wohl einer der beliebtesten Internetstars, die es zurzeit in Deutschland gibt. Seine Streams erreichen bis zu 50.000 Zuschauer gleichzeitig und auch auf YouTube hat er fast 700.000 Abonnenten, von denen viele täglich seine Videos sehen. Doch Knossi ist etwas anders als der typische Streamer oder YouTuber. Er ist mit 33 Jahren zum Beispiel etwas älter als der Durchschnitt und hat in seinem Leben auch schon in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Ebenfalls ist Knossi nicht wie viele andere durch Let's Plays und Gaming so berühmt geworden, sondern durch Glücksspiel. Wie genau Knossi so erfolgreich wurde, was er in der Zeit vor YouTube und Twitch so machte und auf welche Weise Jens Knossalla zum selbsternannten König wurde, verraten wir euch in diesem Video. Willkommen bei Wissenswert, heute mit der unbekannten Wahrheit über Knossi und seinen unglaublichen Erfolg. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir ganz von vorne, und zwar mit der Kindheit von Knossi. Jens Knossalla wurde am 7. Juli 1986 in Malsch geboren, einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg, nahe Rastatt und Karlsruhe. Wie sein Vater heute sagt, hatte Jens schon als Kind seinen ganz eigenen Kopf. Er machte immer genau das, was er wollte, und ließ sich von seinen Eltern nichts vorschreiben. Belastet hat das Knossis Beziehung zu seinen Eltern allerdings nicht. Auch heute hat er sowohl zu seinem Vater als auch zu seiner Mutter ein gutes Verhältnis. Eine Sache, die Jens in seiner Jugend übrigens besonders faszinierte, waren Glücksspielautomaten. Wie sein Vater erklärte, konnte Knossi nie an einem Spielautomaten vorbeilaufen, ohne sein Geld reinzuwerfen. Das Besondere war, dass er überraschend häufig gewann und so sein Glück auch bei anderen Dingen versuchte. Wer ist in der Leitung? Ja, hier ist der Jens aus Rastatt, hallo. Jens, salü, ich grüße dich. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut und selbst? Super, herrlich. Was könnte es sein? Also ich denke die Milch. Du bist ja toll, super. Ich hab gewonnen. Juhu. Oma, ich hab gewonnen, Oma, komm. 2006, als Jens 20 Jahre alt war, nahm er immer wieder an Telefonquizzen teil und wurde dadurch auf dem Gewinnspielsender 9 Live zu einer kleinen Sensation. Er schaffte es immer wieder, in den Leitungen durchzukommen und mit der Zeit kannte ihn jeder der Moderatoren bereits. Irgendwann fing er sogar damit an, die Moderatoren zu duzen und seinen Namen musste er ebenfalls nicht mehr nennen. Nennen Sie mir ein Tier mit S. Sie sitzen zu Hause, ja, durchgestellt. Lösung bitte. Ja, Max, aber guck mal, meine Schwester ist auch durchgekommen beim On Fire, Sau gesagt und hat gar nichts gekriegt. Was hat sie gesagt? Sau. Wann? Da hast du noch gesagt, du hast nicht verstanden, oder was? Sau. Ja, richtig. Spätestens mit diesem Auftritt wurde Jens auch auf YouTube ein Hit. Videos von seinen Anrufen bei 9 Live wurden auf der Plattform tausendfach angesehen und im Internet wurde er als Jens aus Rastatt immer bekannter. In einem Interview mit einer Karlsruher Zeitung erklärte Knossalla, dass er es einfach liebt, seine eigene Stimme im Fernsehen zu hören und es jetzt sein Ziel ist, um jeden Preis berühmt zu werden. Obwohl er eigentlich erst eine Ausbildung zum Bürokaufmann abgeschlossen hatte und sogar als Forderungsmanager arbeitete, träumte er schon mit 22 davon, eines Tages mal ins Dschungelcamp zu kommen, bei TV Total aufzutreten oder auf irgendeinem anderen Weg vor eine Fernsehkamera zu gelangen, weil er, Zitat, total mediengeil ist. Tatsächlich gelang es Jens dann auch im TV aufzutreten. Sein Fernsehdebüt hatte er 2008 im Alter von 22 Jahren bei der ProSieben-Spielshow Wipeout, wo er allerdings nur wenige Hürden überqueren konnte. Länger zu sehen war Knossi dann zwei Jahre später bei der RTL2-Sendung Der Kreuzfahrtkönig, in der mehrere Kandidatenpaare in verschiedenen Duellen gegeneinander antraten, um eine Traumreise zu gewinnen. Jens nutzte seine Chance, im Rampenlicht zu stehen und präsentierte sich in der Sendung als absoluter Partyfan, der den Zuschauern mit seinen Sprüchen in Erinnerung bleibt. Wenn wir uns treffen, sind wir eigentlich schon auf Party. Allein der Weg zur nächsten Diskothek ist schon die Party. Wenn wir irgendwo sind, schon vorglühen, bei uns ist immer Rock'n'Roll, Highlife, bei uns, da tanzen die Weiber nackig auf den Tischen, wir lieben das auch so. Auch wenn er und sein Kumpel am Ende nicht die Traumreise gewannen, so begann für Jens anschließend eine richtige TV-Karriere. Er war immer gefragter und trat nur kurze Zeit später in der ProSieben-Gameshow 17 Meter als Kandidat an. Auch wenn er dort ebenfalls nicht gewann, konnte er sich wieder vor einem großen Publikum präsentieren und durch seine aufgedrehte Art überzeugen. Doch vor
allem eine Sendung sollte Knossallas Leben für immer verändern. 2011 war der 25-Jährige nämlich in einer neuen Poker-Castingshow auf Pro7 zu sehen, die ihn endlich bekannter machte. In der Serie bekamen er und 17 weitere Kandidaten die Chance, sich in verschiedenen Challenges rund um das Pokern zu messen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro und einen Startplatz bei einem der größten Pokerturniere Europas. Knossalla schaffte es, die Jury immer wieder von sich zu überzeugen. Da seine Pokerfähigkeiten zunehmend besser wurden und auch vor der Kamera war Jens permanent präsent. Er blühte richtig auf und wurde schnell zu einem der beliebtesten Teilnehmer der Sendung. Am Ende entschied die Jury, dass Knossi sich von allen am besten geschlagen hat. Und so wurde er schließlich zum Sieger gekürt. Der Gewinn der Sendung veränderte einiges in seinem Leben, das sich nach und nach immer mehr um Poker drehte. Er bekam eine eigene Kolumne in einer Fachzeitschrift über das beliebte Kartenspiel, begann als Moderator für eine Poker-TV-Show zu arbeiten und nahm sogar an einem renommierten Turnier in Las Vegas teil, bei dem er ganze 40.000 Dollar gewann. Unter Fans des Kartenspiels war Knossi inzwischen bereits eine kleine Berühmtheit. Doch der Raststatter wollte noch mehr. Ihn zog es auch immer mehr ins klassische Fernsehen, zum Beispiel in die Telenovela Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo er eine Gastrolle erhielt. Auch bei Richterin Barbara Salesch und der Krimiserie K11 erhielt Knossi kurze Cameos. 2016 schaffte er es dann erstmals sogar regelmäßig ins Fernsehen, und zwar als Moderator bei einer Sport1-Spielshow. Gerade wo er den Sprung ins Fernsehgeschäft schaffte, hatte Knossi zur selben Zeit ein Erlebnis, das ihn auf eine ganz andere Idee für seine junge Karriere brachte. Bei einem Besuch der E-Sport-Messe DreamHack traf er beim Pokern auf einige große YouTuber und Streamer wie Ravenside, Sturmwaffel oder das Team der Rocket Beans. Sie merkten sofort, dass Knossis offene Art sich optimal für das Streaming eignet, und so empfahlen sie ihm, sich unbedingt einen Twitch-Kanal zu erstellen. Knossalla selber fand Gefallen an der Idee und verbrachte ganze 3 Tage damit, ein professionelles Streaming-Setup einzurichten. 2016 startete er dann seinen eigenen Twitch-Kanal und gab sich den Namen The Real Knossi. Das erste, was er streamte, war, wenig überraschend, Online-Poker. Schon zu Beginn lief es dabei sehr gut für Knossi. Nach seinen ersten 4 Streams hatte er bereits mehrere 100 Zuschauer. Du hast die zweitmeisten Viewer bei Poker Deutsch, echt? Wer hat denn mehr bei Poker Deutsch als ich gerade? Für Knossi war das allerdings erst der Anfang. Er begann immer häufiger online zu gehen und stand auch immer mehr im Kontakt mit seiner Community. Diese beriet ihn schon zu Beginn, wie er seine Streams noch verbessern kann. Mit der Zeit probierte er aber auch andere Dinge aus und streamte neben verschiedenen Casino-Games auch mal klassische Videospiele oder andere Dinge. Ebenfalls veränderte Knossi die Art und Weise, wie er vor der Kamera auftrat. Während er zu Beginn noch eher wie ein TV-Moderator wirkte, fing er an, in seinen Streams immer lockerer zu werden und sogar eine richtige Show zu machen. Ja, bisschen Trink, ey, 100 Bits, vielen Dank, Ihnen Sunday! Komm, mach an, Boris Becker, mach mir die Kippe an! Mach selber, gib her! 100, let's go! 100 Bits, let's go, vielen lieben Dank, gib her, du hast mir das Feuerzeug her, Becker! Ich mach selber! Der neue, aufgedrehte Knossi kam auch bei seinen Zuschauern gut an und führte dazu, dass seine Ekstase fast zu einem Dauerzustand wird. Ebenfalls begann er damit, eine Krone zu tragen und gab sich selber den Titel Der König. 29! 33. Jetzt aber! Jetzt aber! Ja! 2019 gelang ihm dann der lang ersehnte Durchbruch und aktuell zählt Knossi zu den meistgesehenen Streamern in ganz Deutschland. Sein Erfolg basiert allerdings nicht nur auf seiner unterhaltsamen Art, sondern auch darauf, dass er es schafft, seine Kontakte gut zu nutzen. So kooperierte er immer wieder mit Montana Black, besuchte YouTuber wie Unsympathisch TV und InScope und traf viele andere bekannte deutsche Prominente wie Bushido, Pietro Lombardi und Co.
Ebenfalls startete er kreative Formate wie eine eigene Talentshow, in der Mitglieder der Community ihre Fähigkeiten präsentieren durften, was Knossis Reichweite zusätzlich steigerte. Auch wenn Knossi also eigentlich ein absoluter TV-Experte ist, wusste er schon früh, wie die Dinge im Internet laufen und ist inzwischen ein richtiger Online-Star. Knossi, der vor 10 Jahren schon sagte, dass er es liebt, wenn ihn Leute auf der Straße erkennen und der gerne vor der Kamera steht, hat es also endlich geschafft, seinen Traum wahrzumachen. Nicht nur das, der Streamer schafft es gerade sogar mit Formaten wie dem Angelcamp, völlig neue Formen der Online-Unterhaltung zu kreieren und ist gerade dabei, dem Fernsehen, das ihn überhaupt erst bekannt gemacht hat, ernsthafte Konkurrenz zu machen. Das war's nun auch schon mit unserem Video über Knossi. Was ist denn eure Meinung über ihn? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut.